Heute im Hessenschaustudio Daniel Johe und Jennifer Siegler. Guten Abend, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Guten Abend. Das sind die Themen heute. 2 Wochen Sperrstunde, was hat's gebracht? Vor der Abstimmung die Citybahn in Wiesbaden und Naturschutzdilemma, was tun mit der Wölfin in Kornberg? Ja, viele Politiker vertreten ja die Ansicht, die Corona-Krise kann man nur auf Sicht bewältigen. Alle 2 Wochen müsse man prüfen, ob eingeführte Maßnahmen gewirkt haben. Heute ist dann so ein Tag. Heute vor 2 Wochen wurde in Frankfurt eine Sperrstunde für die Gastronomie eingeführt. Lokale müssen seitdem ab 23 Uhr schließen. Und die Frage stellt sich, was hat's gebracht? Sperrstunde, wir müssen leider zumachen. Valerie Scheuring schmeißt zum ersten Mal die Gäste aus ihrem Dorfstadel. Diese Bilder sind 2 Wochen alt. Seitdem gehen hier jeden Abend um 23 Uhr die Lichter aus. Sperrstunde in Frankfurt. Heute schauen wir wieder im Dorfstadel vorbei. Wir haben Tage, da müssen wir schon früher zumachen, weil wir keine Kunden haben, weil keine Gäste kommen. Die Leute sind total verunsichert, die haben Angst, die Straße ist leer. Und ich glaube mittlerweile auch nicht mehr, dass es an der Sperrstunde liegt, dass die Leute nicht auf die Straße gehen. Sondern woran? Weil sie Angst haben. In Gießen hat die Betreiberin einer Gaststätte gegen die Sperrstunde geklagt. Der Hessische Verwaltungsgerichtshof hat ihr heute Recht gegeben. Aus Angst vor Anfeindungen wollte sie nicht vor die Kamera. Damit ist die Sperrstunde im Landkreis Gießen vorerst vom Tisch. Die Verfügung des Kreises sei nicht verhältnismäßig. Der Beschluss ist nicht anfechtbar. Der Gastronomieverband DEHOGA in Hessen begrüßt diese Entscheidung. Grundsätzlich kann ich nachvollziehen, dass wir alle gemeinsam Maßnahmen treffen müssen. Die Frage ist, wo setzen wir diese Maßnahmen an? Wieso ist die Gastronomie oder soll die Gastronomie der Buhmann sein? Es gibt sehr viele andere Treffpunkte von Menschen. Und wir haben kein Verständnis dafür, dass die Gastronomie diejenige ist, die quasi die alleinigen Maßnahmen jetzt beinhaltet, um da geschlossen zu werden. Ohnehin stellt sich manchen die Frage, bringen Sperrstunde und Maskenpflicht überhaupt etwas? Die Zahl der Neuinfektionen der vorangegangenen 7 Tage, gerechnet auf 100.000 Einwohner, ist seit deren Einführung in Frankfurt kräftig gestiegen. Immerhin, gestern ist sie leicht gesunken. Der Knackpunkt? Keiner weiß, wie sich die Zahlen ohne die Maßnahmen entwickelt hätten. Es zeigt sich aber mittlerweile auch, dass sich nicht mehr alle an die strengen Regeln halten wollen. Ja, es ist eine gewisse Tendenz, dass wir die Sache nicht mehr so ernst nehmen. Also der Schock vom Frühjahr, der ist weg. Also die schrecklichen Bilder mit den Toten, die in Bergamo abtransportiert worden, das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist ja auch erfreulich. Aber die Gewöhnung und eine gewisse Nachlässigkeit oder das ist jetzt ein Problem. Die Gastronomen halten sich aber zum überwiegenden Teil an die Sperrstunde, so die Stadt Frankfurt. Aber reichen die Maßnahmen, um die Pandemie einzudämmen? Also wenn die Zahlen so steigen wie in den letzten Wochen, kann es passieren, dass wir einen Lockdown brauchen. Das wollen wir unbedingt vermeiden. Und deshalb müssen wir unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger aufrufen, ihren Beitrag zu leisten, dass man überlegt, welche Termine muss ich noch wahrnehmen, kann ich zu Hause bleiben, dass man sich eher passiv verhält. Und das ist auch das, was wir auf allen Kanälen unseren Bürgerinnen und Bürgern sagen. Wer nicht möchte, dass wir einen Lockdown haben, sollte seinen Beitrag leisten. Sperrstunde und Maskenpflicht. Es ist die große Angst vor dem kompletten Stillstand. Ja, und in einer ganz ähnlichen Situation wie Frankfurt ist die Nachbarstadt Offenbach. Da wurde ja fast zeitgleich eine Sperrstunde eingeführt. Bei uns ist jetzt live Felix Schwenke, der Oberbürgermeister von Offenbach. Genau. Guten Abend. Ja, wie fällt Ihr Fazit aus nach 2 Wochen, gut 2 Wochen Sperrstunde? Hat die irgendwas gebracht? Weil die Infektionszahlen sind ja im Schnitt nicht gesunken. Also Sie können, wenn Sie ein Paket von Maßnahmen beschließen, wie wir das auch gemacht haben vor 2 Wochen, natürlich nicht den Einzelbeitrag einer einzelnen Maßnahme präzise bestimmen. Fakt ist, dass das Paket, das jetzt deutschlandweit empfohlen wird, von uns ja früher beschlossen worden ist und dass dieses Paket, so wie die Kanzlerin gefürchtet hat, bisher nicht ausgereicht hat. Sie müssen ja auch diese Pakete oder die einzelnen Maßnahmen immer wieder rechtfertigen. Wie rechtfertigen Sie denn weiterhin diese Sperrstunde? Man muss ja auch sehen, Landkreis Gießen hat jetzt seine Sperrstunde abgeschafft nach einem Gerichtsurteil. Ja.
Also die Sperrstunde steht natürlich, ist ja auch viel öffentlich diskutiert worden, im engen Zusammenhang mit Alkohol und dem geschlossenen Raum und der späten Stunde. Wir wissen seit Ischgl, seit Heinsberg, je später der Abend, desto mehr Alkohol konsumiert ist, gerade in geschlossenen Räumen, dann breitet sich das Virus auf jeden Fall aus. Und deshalb ist das ja auch eine Maßnahme, die eben bundesweit empfohlen wird, weil genau das dann dort passiert. Genau. Aber all das kann auch passieren. Das ist ja auch eine These vor allem von Gastronomen, wenn die Leute nach 23 Uhr einfach den Ort wechseln und nach Hause gehen, wo sie überhaupt keine Kontrolle haben. Was ist da Ihr Eindruck in Offenbach? Ist das passiert? Also hat sich das einfach verlagert, das Trinken, Feiern, beisammen zu sein? Das können Sie natürlich nicht ausschließen. Und Sie sagen, das ist auch sehr gut in Deutschland, dass wir diesen Zugriff als Staat in die private Wohnung nicht haben. Nur weil sich theoretisch Menschen im privaten Raum unvernünftig verhalten könnten, ist es ja noch lange kein Grund zu sagen, dass da, wo Politik Maßnahmen ergreifen kann, sie das deshalb dann auch nicht tut. Also wir müssen ja schon versuchen, die Maßnahmen auf der Vernunft der Menschen aufzubauen. Und es gibt natürlich auch Regeln und die müssen Sie kommunizieren. Wir sprechen gleich weiter. In Offenbach, da gibt es ja sehr harte Kontaktbeschränkungen. Nur wir haben uns gefragt, bringt die Stadt Offenbach und bringen andere Kommunen diese Regeln überhaupt so rüber, dass die Bevölkerung sie versteht? Andreas Hieke und Thomas Haas haben den Test gemacht. Sie waren in Kassel, Hofheim und eben Offenbach unterwegs. Also wir gucken als erstes mal, was das für uns jetzt hier in Offenbach bedeutet. Die Seite war relativ schnell zu finden, aber es ist ziemlich schwierig zu kapieren, was das hier meint. Drei oder Angehörige aus drei Personen oder Angehörige aus maximal zwei Haushalten, unabhängig von der Größe der Haushalte, dürfen sich im öffentlichen Raum gemeinsam aufhalten. So, wir lassen mal die Stoppuhr mitlaufen. Sie gucken jetzt mal aufs Handy, Stadt Offenbach. Aha. Und schauen mal, wie lange Sie brauchen, um da die Corona-Informationen zu finden. Mit wie vielen Leuten dürften Sie jetzt hier zum Beispiel zusammensitzen? Das wollten wir mal wissen. Aha, so. Machen wir mal Offenbach. Ja, ich habe Corona-Regeln, ja. Wie lange habe ich ihn gedauert? Oh, das war jetzt 1:15. Verstehen Sie es aber auch, was da steht? Das ja, ist manchmal nicht so ist es nicht so zu verstehen. Das stimmt wirklich. Ja. Gucken Sie noch mal, lesen Sie mal jetzt da. Also, eine oder Angehörige aus maximal zwei Haushalten. Unabhängig von der Größe der Haushalte. Also, ich verstehe das jetzt so. Ich bin ja ein Haushalt. Eine Person, wenn jetzt meine Freundin mitkommen würde, das wären dann schon die zwei Personen für mich. So verstehe ich das. Aber gucken Sie mal, da steht auch eine 3 vorne. Nein, da steht die 3. Ach, da meine Sie, 3, das da. Ja. 3, ach so, ich habe es eben auch nicht gelesen. Das versteht man gar nicht, oder? Ja, das ist ein bisschen, ja, kann irritieren. In Kassel, ebenfalls Hochrisikogebiet, treffen wir Amanda und Leonie Kuhn. Sie bekommen eine andere Aufgabe. Folgende Frage. Nehmen wir mal an, ihr würdet einen Kindergeburtstag jetzt ausrichten wollen. Mit wie vielen Personen dürftet ihr das machen? Und wo würdet ihr die Hinweise darauf finden? Auf welchen Seiten seid ihr jetzt unterwegs? Was ist da so euer erster Impuls? Wo könnte man gucken? Also ich bin gerade bei hessen.de und gucke ja, bei den hessischen Richtlinien. Sonst, wenn ich hier jetzt nichts finde, würde ich bei der Kassler, also auf der Seite von der Kassler Stadt gucken. Okay. Also bei der Seite von Hessen steht im Allgemeinen, eine Höchstteilnehmerzahl von 25 Personen wird dringend empfohlen. Aber ich weiß auch nicht, wie aktuell das jetzt genau ist. Und das ist jetzt auch nicht bezogen auf einen Kindergeburtstag. Ja, in der Öffentlichkeit dürfen sich in Hessen bis zu 10 Personen treffen. Jetzt schon also, oder Angehörige weniger. Des eigenen weiteren Hausstandes. Also, in der Öffentlichkeit? Ja, in der Öffentlichkeit. Das ist also aber dann Aushalt. Nicht in einem Raum mit Kindern. Genau, innerhalb ist es ja. Aber ich bin verwirrt. Es ist verwirrend. Der Text ist völlig unklar formuliert. Private Feiern mit mehr als 10 Personen oder aus mehr als zwei Hausständen sind untersagt. Für Feiern in privaten Räumen, insbesondere Wohnungen, wird eine Höchstteilnehmerzahl von 10 Personen dringend empfohlen. Private Feiern, private Räume, untersagt, empfohlen, ja was denn nun? Was schließt ihr daraus? Wie könnte man es jetzt machen? Also ich würde in der aktuellen Zeit keinen Kindergeburtstag feiern. In Hofheim im Main-Taunus-Kreis, ebenfalls Risikogebiet, lassen wir Robert Werowitsch gucken, ob er mit seinen Kumpels kicken darf. Und, kommen Sie zu irgendeinem Ergebnis? Hier nicht so wirklich. Schwierig, ne? Nach 6 Minuten noch kein Ergebnis.
Ich bin lost. Das ist ja das Jugendwort des Jahres. Das ist ganz treffend für die Situation, oder? Aber es gibt Leute, die wissen das bestimmt besser als ich. Und deswegen will ich meinen Telefonjoker ziehen. Nach endlosem Suchen in kleingedruckten Texten finden wir auf der Internetseite des Main-Taunus-Kreises dann doch noch die erstaunliche Antwort. Der Trainingsbetrieb muss nicht eingeschränkt werden. Im Main-Taunus-Kreis ist es mir nicht mal gelungen, herauszufinden, ob ich hier eigentlich eine Maske tragen muss oder nicht. In Offenbach habe ich selbst nach dreimal Lesen die Regel nicht verstanden. Und so ist mein Fazit, es ist einfach extrem schwierig mit den Corona-Informationen. Ja, und bei uns ist weiterhin einer der Verantwortlichen, der Oberbürgermeister von Offenbach. Herr Schwenke, müssen Sie vielleicht Ihre Offenbacher Regeln mal ein bisschen besser formulieren? Also, wir haben ja als einen Grund, warum Deutschland viel besser durch die gesamte Pandemie als fast alle anderen Staaten dieser Welt kommt, bisher identifiziert, dass wir lokalspezifische Regeln treffen. Von daher ist der Grund, warum sowas passiert, erstmal, glaube ich, ein kluger und kann im internationalen Wettbewerb standhalten. Aber er führt genau zu dem Problem, das Sie ideal natürlich dann demonstriert haben. Jede einzelne Kommune muss das dann möglichst ideal erklären. Aber die Frage war ja, ob Sie es nicht vielleicht besser formulieren müssten. Also da steht, drei Haushalte oder Angehörige aus maximal zwei Haushalten, unabhängig von der Größe der Haushalte, dürfen sich im öffentlichen Raum gemeinsam aufhalten. Empfehlung, auch bei zwei Haushalten maximal 10 Personen, private Feiern im Wohnraum dringend. Der Empfehlung maximal 10 Personen, Klammer auf, maximal zwei Haushalte. Ja, wenn Sie das so schnell lesen, ist es noch schwerer zu verstehen. Das ist selbstverständlich richtig. Das heißt ja zunächst einfach mal drei Personen maximal. Das ist die erste Regel. Und die Ausnahme davon ist oder zwei Haushalte. Und meine Offenbacherin hat das ja vergleichsweise schnell noch identifiziert, dass sie ihre Freundin noch treffen darf. Wie sieht es aus mit einem Lockdown? Da haben die Frankfurter jetzt schon gedroht. Drohen Sie damit auch? Also das ist, glaube ich, nichts, was dann im Rhein-Main-Gebiet von einer einzelnen Kommune entschieden werden kann. Weil wer soll denn sagen, in welcher Stadt es wann beginnt, wo die Pendlerströme, die Bürgerinnen und Bürger dermaßen verwoben sind. Wenn, dann ist es etwas, was für das Rhein-Main-Gebiet gemeinsam auch mit der Landesregierung abgesprochen passieren müsste. Noch ganz kurz, wird es einen Weihnachtsmarkt in Offenbach geben? Das werden auch wir nächste Woche entscheiden. Also Sie beraten da noch oder beraten kommende Woche. Ja. Vielen Dank Ihnen, dass Sie bei uns waren, hier live im Studio, Herr Schwenke. Und ja, Weihnachtsmarkt habe ich eben angesprochen. Die Frage ist, wie werden wir insgesamt Weihnachten feiern? Das steht ehrlich gesagt noch ziemlich in den Sternen. Aber was sich jetzt schon abzeichnet, ist, dass immer mehr Weihnachtsmärkte auf der Kippe stehen. Das gilt auch für den größten in Hessen, direkt neben Offenbach. Über den wird in diesen Minuten beraten, während ein Vorbote solcher Märkte offenbar gut läuft. Frankfurt, Freitagmittag, Herbstmarkt. Mike Reue freut sich über jeden Kunden, den er an seiner noch nagelneuen Bude verköstigen kann. Da reißt ihm die Nachricht, dass der Frankfurter Weihnachtsmarkt vielleicht gar nicht stattfinden kann, förmlich den Boden unter den Füßen weg. Ich bin jetzt ganz neu in der Imbissbranche und habe jetzt da viel Geld investiert und habe den neuen Stand bauen lassen. Wir sind da bei einer sehr, sehr hohen Investitionssumme. Da ist es schon sehr erschreckend für mich, die ganze Geschichte, wie es dann weitergehen soll. Ich muss mich anders orientieren, ich muss mir andere Jobs suchen. Die Bank wartet auch nicht. Existenzangst also statt Neuanfang. Dabei war der Herbstmarkt als eine Art Testlauf für den Weihnachtsmarkt gedacht. Das haben wir hier geübt, dass wir das den Leuten vermitteln können, dass wir erst nach und nach Einlass tätigen können. Und mit unserer Einzäunung hat das gut geklappt. Die Hygienemaßnahmen werden eingehalten. Wir haben Desinfektionsspender. Viel Platz, Sicherheitspersonal und vieles mehr ist Teil des Hygienekonzeptes, das aus Sicht der Schausteller aufgegangen ist. Doch die Chancen, dass es in diesem Jahr einen Frankfurter Weihnachtsmarkt gibt, sinken. Die hohen Corona-Infektionszahlen dämpfen die anfänglichen Hoffnungen auf Budenzauber in der Adventszeit. Die Schausteller machen eine sehr gute Arbeit. Sie schaffen Räume, die sicher sind. Das ist ja auch das, was wir wollen. Aber ab bestimmten Indizes ist es einfach extrem schwer, das noch weiter durchzuführen, weil dann eben auch niemand mehr zu einem Weihnachtsmarkt kommt. Und das ist dann das Problem. Und dann ist es klüger, darüber nachzudenken, ob man einen geordneten Rückzug macht und lässt nicht die Stände aufbauen und dann ist niemand vor Ort. Mit dem Zulauf waren die Schausteller beim Herbstmarkt allerdings bisher zufrieden. Bis zu 500 Besucher haben sie pro Tag gezählt. Zusammen mit einem finanziellen Zuschuss von der Stadt habe sich das Geschäft für viele gelohnt. Sollte der Weihnachtsmarkt jetzt abgesagt werden, würden das viele bedauern. Unheimlich flau im Magen,
haut's hin, haut's nicht hin, weil es ist doch ein sehr wichtiges Geschäft, unser Weihnachtsmarkt. Das wäre das erste Mal in der Geschichte, dass wir, unsere Kinder, unsere Eltern auf so eine Veranstaltung verzichten müssten. Ich wäre natürlich gerne mit meinem Enkel hier auf den Weihnachtsmarkt gegangen, weil es ist einfach eine schöne Jahreszeit und die vielen Lichter. Und er ist auch ganz begeistert, das weiß ich. Aber wenn es jetzt nicht stattfinden soll, ist es halt sehr schade. Schade natürlich auch für die Leute, die darauf angewiesen sind, Geld zu verdienen. Wie geht geselliges Glühweintrinken in Corona-Zeiten? Das wird in vielen hessischen Kommunen im Moment diskutiert. Aktuell sind noch beispielsweise Märkte in Kassel, Fulda, Limburg, Gießen, Wiesbaden und Darmstadt geplant. Ihre Weihnachtsmärkte abgesagt haben bereits Schwalmstadt, Wetzlar, Rüdesheim, Seligenstadt, Erbach und Bad Homburg. In Frankfurt wird zur Stunde beraten, wie es weitergehen soll in Sachen Weihnachtsmarkt. Ob heute noch eine Entscheidung fällt, ist unsicher. Ja, und der Grund für die Angst um die Weihnachtsmärkte sind natürlich die aktuellen Infektionszahlen. Und die hat jetzt Jennifer Siegler in den Nachrichten. Dem Robert-Koch-Institut sind in Hessen wieder fast 1000 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 gemeldet worden, und zwar 958. In den vergangenen 7 Tagen wurden bei insgesamt 5063 Menschen SARS-CoV-2-Infektionen nachgewiesen. Das sind 1951 Menschen mehr als die Woche zuvor. Und auch die Zahl der zurzeit aktiv Infizierten ist auf einem Rekordhoch. Gerechnet wird dabei mit 7700 Menschen. Hessens Sozialminister Klose sorgt sich um die Corona-Versorgung auf Intensivstationen und bittet deswegen Bundesgesundheitsminister Spahn um Hilfe. Dabei geht es um die Pflegepersonal-Untergrenzen-Verordnung. Die wurde im Frühjahr ausgesetzt, damit mehr Patienten in den Kliniken aufgenommen werden können. Klose regt an, diese Verordnung auch jetzt wieder auszusetzen. Die Staatsanwaltschaft Frankfurt hat Anklage gegen einen Altenpfleger erhoben, der trotz eines positiven Corona-Tests zur Arbeit gegangen ist. Außerdem soll er seine Tochter mit dem Auto zur Schule gebracht und abgeholt haben. Er hatte damit gegen die auferlegte Quarantäne des Gesundheitsamtes verstoßen. Dem Altenpfleger droht jetzt eine Strafe von bis zu 2 Jahren Haft. Nach der Masseninfektion mit dem Coronavirus in einer Flüchtlingsunterkunft in Kassel sind dort weitere Corona-Fälle aufgetreten. Insgesamt seien 30 weitere Bewohner sowie ein Mitarbeiter der Einrichtung positiv getestet worden. Dabei habe es auch einen erneuten Corona-Ausbruch unter den Bewohnern gegeben, die wegen der ersten Infektionswelle in andere Einrichtungen verlegt worden waren. Der Corona-Ausbruch in der Flüchtlingsunterkunft hatte Kassel vergangene Woche in kurzer Zeit in die höchste Corona-Risikostufe des Landes Hessen katapultiert. Viele hessische Kommunen haben in den vergangenen Tagen ein paar Millionen Euro überwiesen bekommen. Heute zum Beispiel die Stadt Herborn, da gab es einen Bescheid über 4,4 Millionen Euro. Mit den Geldern sollen die Gewerbesteuerverluste in der Corona-Krise ausgeglichen werden. Insgesamt werden 660 Millionen Euro aus Landesmitteln und weitere Gelder des Bundes an 422 Kommunen ausgezahlt. Beim Hessischen Film- und Kinopreis wurde eine HR-Koproduktion als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Und zwar der Film des Filmemachers Marc Bauder mit dem Titel »Wer wir waren«. Der Inhalt, eindrucksvolle Bilder und die großen Fragen unserer Existenz auf dieser Erde. Protagonist ist unter anderem der Astronaut Alexander Gerst. Er und andere Mitwirkende gehen der Frage nach, wie wir unsere Welt retten können. Das war's von den Nachrichten. Weiter geht's bei Daniel. Danke, Jenny. Ja, sie ist seit Monaten das Diskussionsthema in der Landeshauptstadt, die Citybahn. Eine Straßenbahn für Wiesbaden, die Stadt, die bisher keine hat. Eine Bahn, die sogar aus der Stadt herausfahren würde, die aber auch Platz braucht und Geld kostet. Gegner und Befürworter stehen sich ziemlich unversöhnlich gegenüber. Und ein Bürgerentscheid am 1. November soll für Klarheit sorgen. Die Citybahn muss kommen. Größte Schwachsinn, was es gibt. Also ja. Ich bin nicht dafür.
In Wiesbaden tobt ein heftiger Streit. Für die einen ist die geplante Straßenbahn das einzige Mittel gegen den Verkehrskollaps, für die anderen eine teure Verschandelung der schönen Landeshauptstadt. Die Citybahn wird hitzig diskutiert. Der öffentliche Nahverkehr ist überschaubar. Wiesbaden ist die einzige Großstadt in Deutschland, in der nur Busse fahren. Die Gegner kritisieren die hohen Kosten und argumentieren, für die Schienen würden weitere Autospuren wegfallen. Das verursache noch mehr Staus. Wiesbaden hat die Citybahn gar nicht nötig. Sie löst nicht die Probleme von Wiesbaden, sondern sie schafft neue. Wiesbaden braucht nicht eine so teure Bahn, die, auch wenn sie von Bund und Land subventioniert wird, trotzdem die Stadt Wiesbaden wahnsinnig viel Geld kostet. Wir entscheiden hier am 1.11. also über eine Investition oder über einen Bau von einem Massentransportmittel, der für die nächsten 30 Jahre in dieser Stadt sein muss. Die Befürworter sagen, nur mit der neuen Straßenbahn ließen sich die unbestreitbaren Verkehrsprobleme in Wiesbaden lösen. Mit Bussen sei das nicht zu schaffen. Tatsächlich können Straßenbahnen deutlich mehr Personen befördern als Busse. Und sie hoffen, dass rund 20.000 Autofahrer ihr Auto in Zukunft stehen lassen und in die Bahn umsteigen. Wiesbaden hat ein ziemlich offensichtliches Verkehrsproblem, was wir jetzt schon seit 2 Jahrzehnten mindestens vor uns herschieben. Und die naheliegende Lösung dafür war eigentlich schon immer eine Straßenbahn. Wiesbaden hat lange darüber diskutiert und am 1.11. kommt es darauf an, ob wir eine Chance haben, in den nächsten 10 Jahren aus diesem Stau- und Verkehrschaos rauszukommen oder nicht. Die Citybahn ist die plausibelste, die am besten durchgeplante und die am besten untersuchte Lösung dafür. Das Großprojekt Citybahn ist der 3. Anlauf für eine Straßenbahn. Bislang scheiterten aber alle Pläne am Widerstand der Wiesbadener Bürger. Die Citybahn soll von Bad Schwalbach über Taunusstein und Wiesbaden bis nach Mainz führen. Die Kosten für die rund 35 Kilometer lange Strecke sind erheblich. Insgesamt soll das Projekt 426 Millionen Euro kosten. Der Anteil für Wiesbaden wären 287 Millionen Euro. Da der Bund und das Land aber 90% der Kosten übernehmen wollen, bleiben für Wiesbaden nur 28 Millionen Euro übrig. Der Kampf um die Meinungsfreiheit wird mit harten Bandagen geführt. In der aufgeheizten Debatte wird auch vor Falschinformationen nicht zurückgeschreckt. Immer wieder zu hören, angeblich müssten rund 400 Bäume einer alten Allee gefällt werden. Oder die Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz würde der Straßenbahn gar nicht standhalten. Gutachten belegen das Gegenteil. Wiesbadens Oberbürgermeister wundert sich. Ehrlich gesagt, das hatte ich so nicht erwartet, dass in dieser Art und Weise Informationen verdreht und verfälscht werden, wie das jetzt der Fall ist, indem man immer nur seine Lesart in den Vordergrund steckt. Deswegen ist es mir wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, es gibt gute sachliche Quellen, in denen man sich gut informieren kann. Und ich möchte die Bürgerinnen und Bürger ausdrücklich aufrufen, diese Quellen zu nutzen. Ob die Citybahn kommt, entscheiden die Wiesbadener am 1. November in einem Bürgerentscheid. Übrigens, 1955 fuhr die letzte Straßenbahn in Wiesbaden. Damals hieß es, Busse seien die Zukunft. Es ist ein Naturschutzdilemma, was sich da rund um Kornberg abspielt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg. Da hat sich eine Wölfin angesiedelt. Wölfe sind ja streng geschützt. Aber es gibt da außerdem die Magergraswiesen. Die stehen auch unter Naturschutz und werden von Schafen beweidet. Das hat der Schäfer jetzt eingestellt. Ein Stück weit aus Protest. Und aus der Politik wird gefordert, die Wölfin abzuschießen. Schäfer Anton Göbel kontrolliert seine Herde. Aus gutem Grund. Die etwa 700 Merino-Landschafe weiden im Revier der Stölzinger Wölfin. Seitdem kann man nachts nicht mehr richtig schlafen. Ich habe jeden Morgen das Ziel, meine Schafe zu sehen, ob sie noch alle da sind. Und solange das nicht ist, bin ich total unruhig. 2 Tiere hat Göbel trotz Elektrozaun schon verloren. Über 20 Schafe, Kälber und Ziegen hat die Wölfin bereits gerissen, während des vergangenen Jahres an insgesamt 9 Orten. Göbel und andere betroffene Tierhalter sind sich einig, die Wölfin muss weg. Es geht hier nicht um Geld oder was das Tier wert ist oder was. Es geht einfach darum, sowas muss nicht sein. Sowas muss nicht sein, dass wir hier einen Wolf haben, der, wenn wir Weidewirtschaft betreiben und die Schafe sollen in der Natur sein und sollen nachts draußen sein, dann können wir keine Wölfe gebrauchen.
Diese naturgeschützten Flächen bei Kornberg hat Göbel mit seinen Schafen gepflegt, damit den Lebensraum von Schmetterlingen und seltenen Orchideen erhalten. Jetzt hat er den Auftrag aus Angst vor weiteren Wolfsangriffen beendet. Unterstützung kommt von der Gemeindevertretung. Sie hat eine Resolution gegen den Wolf verabschiedet. Im Hinblick auf die Erhaltung der ökologisch besonders wertvollen FFH-Schutzgebietsflächen durch Beweidung ist die Entnahme des verhaltensauffälligen Wolfes durch Abschuss oder Umsiedlung aus dem Stölzinger Gebirge die einzig denkbare Maßnahme. Im Ort unterstützen diese Meinung aber nicht alle. Der Wolf ist von alleine hierher zurückgekommen, der ist nicht angesiedelt worden, der ist nicht hierher geschleppt worden, der ist von alleine hergekommen und das heißt, er hat Lebensraum hier. Ich finde halt einfach, der Wolf hat hier nichts verloren. Der Wolf ist ja schon so schlau, dass er sich im Prinzip einen Weg sucht. Und auch wenn der Zaun etwas höher ist, hat man ja auch schon gehört, dass die halt, wenn sie selbst 1,50 sind, die gehen da drüber oder drunter durch. Der Wolf muss bleiben. Da muss man sich arrangieren. Und da fällt einem bestimmt was ein, wenn man nachdenkt, wenn viele nachdenken. Für das hessische Umweltministerium ist die Stölzinger Wölfin kein Problemwolf. Ein Abschuss komme nicht in Frage. Die betroffenen Tierhalter würden entschädigt und mit Schutzmaßnahmen wie höheren Zäunen unterstützt. So funktioniere Weidehaltung trotz Wolf, meint auch der BUND. Wir wissen ja aus den Gebieten, wo es die Wölfe immer gab, wo sie nicht ausgerottet wurden, dass es vereinbar ist. Und wir kennen ja auch viele gute Beispiele, auch aus Deutschland, wo es mit den entsprechenden Herdenschutzmaßnahmen funktioniert. Und deshalb ist es grundsätzlich vereinbar und die Probleme sind Einzelfälle. Das immer wieder tägliche Umsetzen von höheren und schweren Zäunen für Schäfer Göbel körperlich und zeitlich nicht machbar, sagt er. Und? Alle unsere Hunde können diese Zaunerhöhung auch überspringen. Was unsere Hunde können, kann der Wolf schon längst. Auch wenn die Gemeinde jetzt hinter Göbel steht, bleibt ein Abschuss unwahrscheinlich. Seine Tiere wird er nicht mehr beruhigt aus den Augen lassen. Ja, es wird eine Diskussion sein, die, glaube ich, noch lange weitergeht. Und Jennifer Siegler, sehen wir später nochmal. Bei dir geht es eigentlich auch um Tiere, aber in einer ganz anderen Art. Ja, beziehungsweise nicht so richtig um Tiere. Es geht ums Angeln, ja, aber das ist ein Ehepaar und die sind mit einem Supermagnet an der Nidda unterwegs und fischen da sehr spezielle Sachen aus der Nidda. Da frage ich mich, ob die Fische, wie kann man einen Fisch mit einem Magnet rausholen? Nee, kein Fisch. Nee, anders? Nee. Okay. Eher so Fahrrad und so. Ah, das habe ich auch mal im Main gesehen. Ja, ich denke, es wird spannend, also schalten Sie gerne ein. Viele Leute zugeguckt. Ja, und dann nach 20.15 Uhr geht's nach Holland, nach der Tagesschau. Ich sage bis morgen. Tschüss.